Schlussspurt, Endspurt. Ich darf die Gelegenheit doch nutzen, den Kollegen der DENIC, und zwar allen Kollegen der DENIC, zu danken. Zwei tolle Tage liegen fast hinter uns. Ja, gut gemacht, und ich habe die Latte wieder sehr hoch gelegt, und ich glaube schon, dass das einen Applaus wert ist. Vielen Dank. Ja, was gibt es Neues bei uns? Vorweg, viele von Ihnen wissen vielleicht, dass wir dreimal im Jahr den sogenannten AT-Report herausbringen. Ich habe ihn hier in Händen. Immer zu unterschiedlichen Themen. Wir haben, oder die erste Ausgabe 2015 ist diese Woche ganz druckfrisch erschienen, zum Thema, das wir heute Vormittag schon sehr strapaziert haben, Internet Governance. Sicherlich ein Stück weit fokussiert auch auf Österreich. Wir haben es jetzt in Österreich endlich, muss man sagen, geschafft, auch ein nationales IGF einzurichten, wo wir auch natürlich mit involviert und mit dabei sind. Wenn Sie es interessiert, draußen an unserem Stand sind noch ein paar Restexemplare, so ungefähr so 200, können sich gern vielleicht eins abholen oder auch natürlich online auf unserer Website nachlesen. Was gibt es noch Neues bei uns? Was haben wir vor? Nicht zu viel, also ich wollte mich sehr, sehr kurz halten jetzt. Wir werden im Laufe des Jahres zwei neue Prozesse einführen. Der erste Prozess ist ein neuer Registrarwechselprozess. Es hat sich herausgestellt, nach vielen Gesprächen, die wir mit Registraren, aber auch mit unserem Roundtable geführt haben, dass wir hier Nachbesserungsbedarf, salopp gesagt, haben. Und für uns war die Herausforderung die, dass wir möglichst ein Verfahren finden, das sehr nahe am mehr oder weniger existierenden Standard sich bewegt, natürlich auch in Richtung GTLDs, aber auch auf der anderen Seite natürlich den Umstellungsbedarf bei unseren ca. 450 Registraren möglichst gering hält, einfach um die Akzeptanz auch zu erhöhen. Und drittens einfach auch einen gewissen Emergency-Prozess offen lässt, wenn die automatisierten Verfahren einfach nicht greifen, weil mangelnde Inhaberdaten da sind oder ähnliche Dinge. Ich will jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen. Der Fahrplan schaut so aus, dass wir vermeintlich Ende März unsere Registrare ausführlich über die neuen Prozesse informieren werden, auch dann dediziert ein Testsystem zur Verfügung stellen, und eben dann im Laufe des Jahres, des Sommers, mit eben genügend Vorlaufzeit für Umstellungen, den Prozess dann einführen werden. Der zweite Prozess oder Produkt wird sein, wir haben es genannt Security Log, in manchen anderen Registries unter anderen Namen bekannt, Domain Log, Registry Log. Was ist damit gemeint? Wir wollen damit besondere oder besonders wichtige Domains vor unbeabsichtigten, unautorisierten Transaktionen schützen. Ist wahrscheinlich kein Riesenmassenmarkt, aber auch Sie sehen schon auch an der unterschiedlichen Namensgebung, dass es leider für diesen Prozess auch keinen Standard gibt. Standard in dem Sinne, dass jede Registry es genau anders macht. Das beginnt bei den Preisen, das beginnt beim Prozess, manuell, online, mit Brief, mit Fax, mit allen möglichen Dingen, und wir haben uns wirklich hier versucht, auch mit den Kollegen, die das schon eingeführt haben oder in der Planung sind, abzustimmen, aber es war einfach kein gemeinsamer Nenner zu finden. So haben wir jetzt wirklich versucht, das Beste aus dem Bestehenden oder Wissenden rauszupicken. Wir haben uns auch mit den vielen Registraren darüber unterhalten und dann immer wieder das Feedback gehört, lasst uns mit diesen manuellen Prozessen in Ruhe. Das sind wirklich nur ein paar hundert vielleicht, in unserem Fall vielleicht bei DENIC ein paar mehr mit den Zahlen, aber deshalb auch die Entscheidung, das über die Registry zu spielen und letztendlich den Registrar mehr oder weniger in diesem Prozess außen vor zu lassen. Das wird schlagend in der zweiten Jahreshälfte, wir sind mehr oder weniger fertig mit dem Prozessdesign, es geht eigentlich nur noch ums Umsetzen und letztendlich ans Einführen.
Ja, was ist noch neu oder nicht ganz so neu? Wir haben es gestern am Panel gehört bei den GTLDs, das Thema Awareness. Das gilt nicht nur für GTLDs, das gilt auch für uns, für CCs, speziell natürlich auch für AT. Und wir haben eigentlich schon auch die letzten Jahre immer wieder Awareness-Kampagnen oder ähnliche Dinge gemacht und so auch haben wir es für 2015 geplant. Begonnen haben wir schon Ende 2014 und dieses Jahr, dieses Mal hieß die Kampagne Die Lieblings der Nation. Wie schaut das aus? Wir haben die Top 100 AT-Domains aufgrund der Nutzung ermittelt in verschiedenen Kategorien, Shop, News, Sport und ähnliche Dinge. Und natürlich überraschenderweise große Firmen dahinter gefunden, wie die Bank Austria, Zalando, der Standard und ähnliche Firmen, Google. Und haben dann diese Firmen quasi mit diesem, so schemenhaft, dieses Top 100 Zertifikat oder Urkunde ausgezeichnet und haben dann mit deren Success Story versucht oder umgekehrt, so als Win-Win-Situation, dass diese Firmen quasi ihre Success Story auf ihren Kanälen posten, weitergeben und so halt einfach einen großen Footprint in Richtung Awareness zu schaffen auf Kanälen, die wir als NIC.at überhaupt nicht bedienen könnten oder letztendlich auch gar nicht den Zugang dazu haben. Das hat sich eigentlich sehr bewährt und natürlich ist Awareness immer schlecht oder gar nicht messbar, aber zumindest das Feedback war ganz gut. Eine klare Aussage, es ging nicht oder es geht nicht um die NIC.at als Firma oder als Vergabestelle, es geht ausschließlich um das Produkt, Produktdomain und natürlich auch das Produkt AT-Domain, um auch ganz klar die Abgrenzung zwischen uns als Registry und den Registraren zu haben, um denen eigentlich auch nicht ins Gehege oder in deren Bereich zu wildern. Für Registrare gibt es oder gab es natürlich auch Aktionen oder Möglichkeiten. Wir haben, wie die letzten Jahre auch schon, Preisaktionen angeboten, wo Registrare für 2 Monate einen besonderen Einkaufspreis bei uns bekommen und einfach so als Gegenleistung halt Promos fahren oder AT-Domains in ihren Portfolio entsprechend hervorheben oder ähnliche Dinge machen, da ist der Registrator relativ frei. Ist natürlich in Zeiten, wo die GTLDs den Registraren die Türen einrennen und jeder eine Promo möchte, deutlich schwieriger geworden wie in den vergangenen Jahren, auch klar. Wenn man sich vorstellt, früher gab es vielleicht beim Registrar 25, 30, 40 Produkte, sprich TLDs. Die meisten haben heute, was ich weiß, 200, 300 oder noch mehr. Und jeder möchte letztendlich von einem Registrar was. Also ist sicherlich deutlich schwieriger geworden wie in den früheren Jahren. Ja, was tut sich noch bei uns? Ich setze jetzt nochmal den Sales-Hut nochmal auf. Wir bieten auch ein Produkt an, das sich mit Anycast beschäftigt, also ein Nameserver-Netzwerk, speziell aufbereitet für Registrare, aber auch für Enterprise-Kunden. Ich möchte gar nicht tiefer einsteigen, wenn Sie Interesse oder Bedarf haben. Wir glauben, der Bedarf wird immer mehr werden, weil es mehr oder weniger ein Standard werden wird, auch für Registrare, ist so ein Anycast-Netzwerk zu haben. Klicken Sie auf aircodezero.at, dort finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen, oder lassen Sie es einfach uns wissen, wir helfen Ihnen gern weiter. Ja, wir beschäftigen uns auch noch ein bisschen mit unseren Kunden, unseren GTLD-Kunden, das Backend, das ist nicht ganz neu, aber für uns natürlich schon auch ein wichtiger Punkt, der uns die letzten Jahre und natürlich im letzten Jahr mit den Starts von neuen TLDs massiv beschäftigt hat und letztendlich auch eine spannende Zeit war für die NIC.at und deren Schwester- und Tochterunternehmen. Ja, das war es schon von meiner Seite. Zum Schluss bin ich ganz froh, dass der Stab dieses Jahr an mir vorübergehen wird. Und ja, ich danke Ihnen. Also, dann übernehme ich an dieser Stelle. Richard, vielen Dank erstmal für das große Lob. Ja. Wie das Publikum sicherlich feststellt, es gibt jemand Neuen hier in dieser Gruppe und im Zweifel bin ich das. Und zwar seit Mai 2014 bin ich Mitglied des Vorstands der DENIC.
Der Vorstand besteht aus 4 Mitgliedern, 2 Ehrenamtlichen, Helga Krüger, Carsten Schiefner, 2 Hauptamtlichen, Jörg Schweiger und meine Wenigkeit. Ich bin zuständig für die Abteilungen Finanzen, Recht, wir hatten Stefan vorhin gesehen, und für das Mitglieder- und Endkundengeschäft. Jörg Schweiger für die technischen Abteilungen und für Personal- und Unternehmenskommunikation. So, steigen wir ein in die anderen Schwerpunkte von heute. Darunter geht es um das Thema Merkur. Was versteckt sich hinter dem Thema Merkur? Zunächst einmal ist das die Abkürzung für Mastering Excellence in Customer Relations. Und der erste Berührungspunkt mit diesem war, da handelt es sich doch um einen Gott und so weiter. Und dann habe ich gefragt, die Kollegin, ist das nicht so, dass der Mittwoch davon abgeleitet ist? Und also im Lateinischen oder im Französischen Mercredi. Und dann habe ich gefragt, betreuen wir unsere Kunden nur am Mittwoch? Aber sie haben mir versichert, so ist es nicht. Ja? Nichtsdestotrotz steht dieser Gott wirklich eben, er steht als Gottesbote und eben für die Eloquenz, also für die Redegewandtheit. Und das sind ja Attribute, die man in der Kommunikation mit seinem Endkunden braucht. Das bedeutet, was haben wir in diesem Projekt durchgeführt? Wir, und darauf bin ich sehr, sehr stolz, wir haben wirklich niemanden extern genommen. Wir haben die Experten aus dem Haus genutzt, das heißt aus den Abteilungen DENIC Direct, das ist unser Endkundengeschäft, Direct Services, wo allgemeine Supportanfragen kommen, aus dem Bereich Unternehmenskommunikation und aus den technischen Abteilungen. Und zusammen mit diesen Experten sind wir wirklich unsere sämtlichen Kommunikationsmittel durchgegangen. Also das bedeutet Brief, E-Mail haben wir Standardtexte durchgegangen, wir sind die Webseite durchgegangen, die FAQs, also die häufig gestellten Fragen und haben uns gefragt, ja, wer ist unser Kunde und was möchte unser Kunde? Also 2 sehr einfache Fragen und sind, wie gesagt, diese ganzen Elemente durchgegangen, haben diese überarbeitet und im Ergebnis haben wir jetzt qualitativ hochwertige Anfragen. Wenn wir das Beispiel Brief nehmen, dort sind wir quasi unsere jeglichen Brief durchgegangen, haben die Texte gekürzt, haben versucht, neue Texte reinzubringen. Wir haben dort den Domainnamen, Passwörter wirklich prominent hinterlegt und seitdem kriegen wir wenige Anfragen. Und wenn Anfragen kommen, merkt man, dass die Textteile aus diesem Brief nehmen und wir dadurch den Prozess beschleunigen können. Also das ist wirklich ein Projekt, das finde ich sehr gut, weil nicht immer unsere Mitarbeiter aus dem Endkundenbereich wirklich in so Projekten mitarbeiten können. Damit haben wir einerseits dem Kunden geholfen, dass er sozusagen sich besser informiert fühlt. Zweitens, die Mitarbeiter waren quasi integriert. Wir haben den Teamgeist gesteigert. Auch die Implementierung war viel schneller, weil es gab keine. Sie waren quasi Teil des ganzen Projekts, also auch keine Schulungen. Und drittens, wir natürlich als Arbeitgeber waren froh, weil wir effizienter arbeiten. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist auch ein sehr spannendes Thema, das ist die Einführung der DevOps-Teams. Das ist ein Element der agilen Welt, der agilen Softwareentwicklung. DevOps, das kommt aus 2 Begriffen, Dev für Softwareentwicklung, also Development, und Ops für Operations, den IT-Betrieb. Bis zur Einführung der DevOps-Teams hat die DENIC quasi auch sehr separat gearbeitet. Das heißt, die Softwareentwicklung hat entwickelt, hat es übergeben an den Betrieb. Und wie in anderen Firmen, die, sagen wir mal, auf die konventionelle Art arbeiten, gab es dann zumindest Reibungsverluste. Im schlimmsten Fall gab es dann natürlich Fehlentwicklungen. Und eben durch diese Zusammenführung zu DevOps-Teams kann man eben hier die Prozesse einfach beschleunigen. Also man sagt auch hier, ein Ziel, ein Team, ein gemeinsamer Erfolg. Und wie sieht das Ganze bei der DENIC aus? Wir haben wirklich versucht, wir haben ja keine Produkte, sondern Services, die wir weiterentwickeln. Dazu gehört einmal DNS. Und wenn man das jetzt herausnimmt, dann bedeutet es, wir haben die Experten, die wir im Haus haben, in diese DevOps-Teams zusammengeführt. Neben der Softwareentwicklung eben auch den Betrieb, den Netzwerker, die wir als Team darstellen. Und wir haben noch 2 weitere wichtige Funktionen. Einmal den Product Owner, der ist für das Fachliche zuständig. Also er bringt die Leistungsmerkmale eines Produktes, in unserem Fall die Services, runter, bricht die runter in kleine Scheibchen und legt die in den sogenannten Backlog. Dann wird priorisiert und diese kleinen Scheibchen werden Stück für Stück abgearbeitet in sogenannten Sprints, die bei uns 3 Wochen dauern. Zum Ende jedes Sprints
stellt das Team die Ergebnisse vor. Also der Product Owner, der schaut sich diese ganzen Ergebnisse an und nimmt sie ab. Im schlimmsten Fall muss man nochmal eine Ehrenrunde nehmen. Aber man weiß schon sehr frühzeitig im Prozess, ob Fehler im Prozess sind. Kommen wir zur zweiten wichtigen Rolle, das ist der Scrum Master, der eher für das Methodische steht. Und diese ganzen DevOps-Teams arbeiten sehr eigenständig. Also sie arbeiten das Projekt, Produkt oder bei uns die Weiterentwicklung des Services von A bis Z durch. Und es gibt auch keinen, der wirklich die Führung voll, sondern das übernimmt, sondern es soll nur eine unterstützende Rolle geben. So auch beim Scrum Master, der eben zu Meetings einlädt und vor allem Engpässe sozusagen, also Bottlenecks, lösen soll. Also wir können schon sehen, seit der Einführung, dass wir eben eine viel höhere Lernkurve haben, wir sehr früh eben Fehler schon erkennen und wir versprechen uns natürlich noch einiges. Natürlich ist es so, dass gewohnte Arbeitsweisen, wir haben es eingeführt im Mai 2014, das Pilotprojekt mit dem DNS-Team ist ein bisschen länger schon, das dauert noch ein bisschen, aber wir sind wirklich sehr, sehr guter Dinge. Der nächste Schwerpunkt liegt bei der Neubestückung unserer Nameserver-Location. Ich möchte das jetzt im Folgenden unter NSL-Rollouts zusammenfassen. Und hier war auch das DNS-Team zuständig. Und bevor diese Neubestückung, also die Rollouts stattgefunden haben, hat man versucht, man hat die Prozesse automatisiert. Das bedeutet, ist die Hardware erstmal, wir haben 18 Standorte weltweit, die Hardware installiert, kann sozusagen in die Inbetriebnahme innerhalb von 30 Minuten erfolgen. Ja? Aus dem Standort Frankfurt, also wo unser Büro ist. Und jetzt haben wir bereits 5 von unseren 18 Standorten in 2014. Wir möchten bis Ende dieses Jahres die weiteren Standorte ausrollen. Und unsere Erfahrungen auch hier sind, also ganz wichtig auch, die Hardware soll auch hier immer dieselbe sein, damit man auch da die Prozesse gut abbilden kann. Unsere Erfahrungen hier sind schon, dass wir jetzt, wir haben mit UK1 in London, das ist der erste Standort, den wir bestückt haben, dass wir jetzt wöchentliche Updates dort fahren. Und diese Updates dauern nicht 30 Minuten, sondern die sind wirklich in wenigen Sekunden, also nicht spürbar für unsere Kunden, werden die gefahren. Wir hatten das früher in manuellen Prozessen, das hat bedeutet, diese Updates haben wir natürlich nicht regelmäßig gefahren, weil manuelle Prozesse länger dauern. Jetzt mit der Automatisierung machen wir das teilweise wöchentlich, mit dem Vorteil, wir sind immer sehr aktuell, tun Fehler, können wir schnell sehen, beseitigen. Also wir sind sehr optimistisch, wenn wir erstmal alle ausgerollt haben, dass wir dann auch sehr, sehr effizient arbeiten können. Kommen wir zur letzten News der DENIC. Das ist die ISO 27001 Zertifizierung, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Und auch hier eine kleine Geschichte, was sozusagen meine erste Begegnung mit der ISO 27001 sozusagen Ausläufer. Man darf nicht vergessen, dass für die DENIC Sicherheit immer ein integraler Bestandteil ist, von jeher. Also deshalb sage ich ein Ausläufer. Mein erster Tag bei der DENIC, ich wollte natürlich sehr schnell produktiv sein. Der Laptop kam an und dann hat er mich gefragt, naja, haben Sie schon ein paar Passwörter im Kopf? Und ich so, ein paar? Ich so, normalerweise hat man ja so ein, zwei, aber hier waren es doch einige mehr. Also klappten wir dann erstmal den Laptop hoch. Ich musste erstmal ein Passwort eingeben, um die Festplatte frei zu bekommen. Dann hat man mir eine Smartcard in die Hand gegeben. Es könnte auch ein Token sein, also Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, auch wenn ich hier nach Berlin komme, ich muss immer dran denken, nimm deinen Laptop mit und auch deine Smartcard, sonst kannst du keine E-Mails bearbeiten. Also auch für mich etwas Neues an der Stelle. So, wenn ich an dieser Stelle bin, gebe ich dann quasi mein Passwort ein, um in das System zu kommen. Hier sagt mir, das heißt, es ist das TrueCrypt-Passwort. Und wenn ich dann noch eine E-Mail schreiben will, gebe ich nochmal ein Passwort ein, um eine E-Mail zu schreiben. Und wenn ich hier in Berlin bin und möchte sozusagen auf unserem Laufwerk, also unserem internen Netz arbeiten, muss ich noch ein Passwort fürs VPN eingeben. Mittlerweile habe ich das natürlich zu schätzen gelernt und man weiß, wie wichtig so Dinge, Prozesse sind. Aber kommen wir dazu, für was steht ISO? ISO ist ein weltweiter Standard für die Bewertung der Sicherheit von Informationen und IT-Umgebungen. Es wird vor allem angewandt im Informationssicherheitsmanagementsystem, also dem ISMS.
Und mit diesem ISMS, das wir auch implementiert haben, soll man Risiken sehr frühzeitig erkennen und auch beseitigen. Wir haben mit diesem Prozess 2011 begonnen, also die Zertifizierung in 2011, sehr früh. Mancher wird sich jetzt sagen, naja, das ist ja ein sehr langer Prozess. Man darf nicht vergessen, dass wir, wie ich schon eingangs gesagt habe, Sicherheit schon immer integraler Bestandteil war der DENIC. Andererseits muss man bestimmte Reifegrade erreichen. Und um diesen Normen gerecht zu werden, davon gibt es 13 Dimensionen bei der ISO 27001-Zertifizierung. Unter anderem Compliance oder was macht man im Inzidentfall, Kommunikationsmanagement, wie handhabt man es. Und dort mussten wir uns noch ein bisschen breiter aufstellen und wir haben wirklich für Jahr wurden wir immer besser. Und was wir noch gemacht haben, wir sind sozusagen die Extrameile gegangen, wir haben den Full-Scope-Ansatz gewählt, das bedeutet, wir haben das gesamte Unternehmen mit seinen Teilbereichen und alle Dienste in diese Zertifizierung mit eingebaut. Man kann auch nur Elemente davon nehmen, wir haben den Full-Scope-Ansatz gewählt an dieser Stelle. Wir haben diesen Full-Scope-Ansatz gewählt, der Reifegrad und im Ergebnis, das Audit hat im Oktober 2014 stattgefunden, haben wir sozusagen beim ersten Durchlauf schon die Zertifizierung erhalten, ohne Nachbesserungsbedarf. Und was ganz wichtig, und das möchte ich hier auch herausstellen, uns wurden sehr viele Good Practices bescheinigt. Das bedeutet, wir haben viele Dinge über dem Durchschnitt eingeführt. Das bedeutet, wir haben KPIs eingeführt, Kennzahlen. Wir haben das Risikomanagement sehr granular eingeführt. Das bedeutet auch, dass wir in vielen Abteilungen spezielles Risikomanagement betreiben. Und das wurde uns zertifiziert. Wie man weiß, bedeutet das vor dem Audit oder nach dem Audit ist vor dem Audit. Das heißt, auch dieses Jahr findet ein Teilaudit statt und in 2,5 Jahren nochmal ein volles Audit statt. Damit bin ich mit meinen Punkten am Ende. Ich übergebe an Urs. Und vielen Dank schon mal. Danke. Ja, an die Zertifizierung knüpfe ich gerne an. Ich denke, jetzt sind wir alle drei Registrierungsstellen ISO-zertifiziert. Das ist vielleicht das eine. Es hat eine ganz spezielle Eigenart, wie wir das auch machen. Die Sicherheitsbeauftragte von DENIC und von IKT und von Switch, die treffen sich regelmäßig. Wir sind ja nicht Konkurrenten, sondern arbeiten zusammen. Wir können Sicherheitsrisiken im Internet gemeinsam beurteilen. Wir zeigen uns unsere Infrastruktur, wir zeigen, wo wir selber unsere Schwachstellen sehen und haben noch zwei hochqualifizierte Augenpaare zusätzlich. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Faktor, wieso wir ruhig hier sitzen können und behaupten, ja, wir tun einiges für die Sicherheit unserer IT-Infrastruktur. Ich habe aus der Schweiz noch ein wichtiges neues Thema, und das haut mich etwas aus dem Sessel, außerdem brauche ich ein Klickteil. Ja. Ich habe Ihnen das letzte Mal gesagt, dass das Bundesamt für Kommunikation eine neue Regulierung vorbereitet für die Top-Level-Domain .ch und auch .swiss. Und kurz nach dem Domainpuls wurde das dann auch veröffentlicht. Viele von Ihnen haben das gelesen und kommentiert. Seit 1. Januar ist das Teil in Kraft. Hier sehen Sie so das Gerüst, wie es noch im letzten Herbst war. Die Registrierungsstelle Switch verwaltet als Registry 1,9 Millionen Domainnamen. Über die 70 Registrare werden davon 800.000 Domainnamen verwaltet. Und 1,1 Millionen Domainnamen sind direkt bei Switch betreut. Es gibt viele juristische Änderungen in der neuen Verordnung, aber für mich als Betreiber der Registrierungsstelle sind zwei wirklich enorm wichtig. Die erste ist, es gibt keine Neuregistrierungen mehr für Direktkunden bei Switch. Neue Kunden müssen sich
bei einem Registrar bei Ihnen melden. Und die zweite Änderung ist, die Kunden, die noch bei Switch sind, dürfen ihren Domainnamen nur noch eine bestimmte befristete Zeit bei Switch belassen und müssen das in dieser Zeit dann auf einen Registrar transferieren oder löschen. 1,1 Millionen Domainnamen bewegen, dafür braucht man einen Plan. Wir haben uns hingesetzt, auch zusammen mit dem BACOM, und von den vielen Möglichkeiten, die es da gäbe, eine ausgewählt, und zwar läuft die so. Im Januar 2015 hat eine erste Tranche von Haltern die Information erhalten, dass sie ihren Domainnamen transferieren müssen. Das sind alle diejenigen, deren Abonnement Ende April ausläuft. Sie haben im Ganzen einen Prozess von fast 9 Monaten, bis sie das durchgezogen haben müssen. Und dann kommen die anderen 11 Tranchen einfach jeweils einen Monat versetzt. Das bedeutet, die Übung ist Ende August 16 durch. Das ist so das Wie, ganz grob. Und wenn man das so plant und die Druckmaschinen überlegt, die man da braucht und wie viele E-Mails müssen verschickt werden, man macht sich Gedanken über die Mengen. Das sind die Mengen, die wir so zum Planungszeitpunkt im April 2014 hatten. Unten gelb die Domains direkt verwaltet bei Switch, oben der blaue Registraranteil bei Ihnen. Wir sind dann mal so hingesetzt, haben Excel beübt. Wie sieht die Prognose aus, wenn der Störfaktor neue Regelung nicht wäre? Das sieht vernünftig aus, oder? Und dann haben wir uns überlegt, wie sieht das bei Switch aus? Tranchenweise geht das runter, einigermaßen logisch. Und im Gesamtbestand sehen Sie oben den vermuteten Einfluss von Löschungen. Wie es so ist, es gibt den Spruch, Prognosen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und gehen wir mal zurück und schauen, wie es dann lief. Stand April, Mai, Juni, Juli. Hier hat das BACOM eingeladen nach Biel, die Registrare, und wir haben so das Tranchenprinzip und wie das so läuft vorgestellt. Die sind nach Hause. Jetzt sind wir im August. Hier müssen Sie hinschauen. Ne? Dort geht die Musik jetzt los. September, Oktober, November, Dezember. Und Switch hat gar noch nichts gemacht. Das hier ist die Leistung der Marketingabteilungen der Hoster. Die haben es geschafft, dass schon ein signifikanter Anteil wirklich der freiwilligen Kunden schon mal rüber sind. Und jetzt kommt die erste Informationskampagne an die erste Tranche von Switch. Januar, Februar. Wir sind heute bei 700.000 noch verbleibenden Domainnamen bei Switch. Die Verhältnisse haben sich in dieser Zeit gerade gekehrt. Das ist cool. Es läuft gut, oder? Vielleicht läuft es so weiter, dann wäre etwa in den Sommerferien könnten wir den Laden zumachen. Oder vielleicht läuft es so. Aber ich habe ja schon mal eine Prognose gezeigt.
Ich mache das so, ich vertröste Sie auf den nächsten Domainpuls, dann zeige ich Ihnen eine Prognose, wie es gelaufen ist. Dazu müsste das Publikum natürlich jetzt wissen, wo Sie dann hinreisen müssen, wenn Sie dann wissen möchten, wie die Prognose gelaufen ist. Was machen wir denn dann da wohl? Ich habe hier sowas ganz Wertvolles. Ich habe auch schon Angst, dass ich stolpere. Dann würde ich sagen, wir stellen es erst einmal hier hin, weil wir nehmen nur den Stab. Also vielen Dank erstmal, Urs. Also wir haben gehört, es gibt viel Neues. Das Internet steht einfach nicht still. Sie stehen auch alle nicht still. Also. Einmal, Urs, schießt du bitte auf. Urs. Übernehme ich das. Herzlichen Dank. Ja, wir sind sehr gespannt. The floor is yours. Damit ist jetzt klar, wo der Domainpuls hingeht nächstes Jahr, nämlich in die Schweiz. Ich habe Freude daran, das wird eine gute Sache und ich lade Sie sehr gerne in meine Heimat ein. Wir haben gestern über die Erfolgschancen und über die Möglichkeiten der neuen Top-Level-Domains gesprochen. Es gibt auch noch die alten. Die ersten Domainnamen in Europa wurden gebraucht von den Forschungsnetzwerken. Damit hat man die E-Mail-Kommunikation zwischen den Hochschulen einigermaßen vernünftig fertiggebracht. Und es hat uns auch ermöglicht, über die Grenzen und sogar bis nach Amerika zu e-mailen. Soweit schön. Und die Forschungsnetzwerke, weil es niemand anders gab, haben typischerweise die Verwaltung der jeweiligen nationalen Top-Level-Domain selber bestritten. So auch in der Schweiz. Switch hat die Hochschulen ans Internet angeschlossen. Es hat die ersten ISPs vernetzt. Seit 1987 betreuen wir .ch und garantieren ernsthaft für einen stabilen und sicheren Betrieb des DNS. Ja, wenn man das so anschaut, ist es klar, gehen wir doch wieder zurück zu den Wurzeln von Switch. Gehen wir an einen Ort, wo Lehre, Forschung und Innovation stattfindet, gehen wir an eine Schweizer Hochschule. Welche genau, das verrät Ihnen der nächste Film. Ich darf Sie also ganz herzlich einladen nach Lausanne, 1. und 2. Februar. Ich wünsche Ihnen in Ihren Unternehmen, in Ihren Geschäftsbetrieben viel Erfolg in allem, was Sie sich vorgenommen haben und würde mich freuen, Sie in Lausanne wiederzusehen. Bis dann, auf Wiedersehen.